Der Küchenherde Podcast ist genau das Richtige für dich, wenn du aus der Hotellerie und Gastronomie kommst und der Meinung bist, dass sich in unserer Branche etwas verändern muss. Wenn du dich für das Thema Digitalisierung im Gastgewerbe interessierst und es gleichermaßen auch als wichtig empfindest, dann bist du hier genau richtig. In dieser Sonderserie gastrotools24.de stelle ich dir regelmäßig neue Softwarelösungen vor, die dir deinen betrieblichen Alltag erleichtern. Diese Folge ist gesponsert und wird vom Anbieter unterstützt. Du bekommst in dieser Folge eine objektive Beschreibung des Tools in Form eines Interviews. In diesem Interview stellen wir die wichtigsten Funktionen und Mehrwerte der Lösung in kurzen Folgen für dich heraus. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde Podcast. Mein Name ist Markus und ich bin heute dein Gastgeber. Ich darf dich heute zu einer neuen Folge von gastrotools24.de begrüßen. Was ist gastrotools24? gastrotools24.de ist eine Online-Messe für digitale Lösungen, speziell für die Hotellerie und Gastronomie. Und in dieser Sonderserie stelle ich dir regelmäßig neue Tools vor, die dir Zeit und oder Geld sparen oder vielleicht auch den Umsatz erhöhen. Und heute geht es um HelloTess. HelloTess ist ein iPad-basiertes Kassensystem und wird bereits von vielen namhaften Unternehmen, wie zum Beispiel dem Motul One, der Siemens Gastro, Ciao Bella, Coffee Fellows und jetzt kommt's, auf das Wort habe ich mich sehr intensiv vorbereitet, damit ich es auch ja richtig ausspreche, und dem Quotidiano genutzt. Genau. Wer wissen möchte, wie ich mich vorbereitet habe, der kann jetzt nochmal schnell auf mein Instagram-Profil gucken und schauen, wie ich mich gestern darauf vorbereitet habe. Okay, weiter geht's. Ja, um zu erfahren, was genau hinter HelloTess steckt, habe ich mir heute Klaus Wengmeier eingeladen. Klaus ist Gründer und Geschäftsführer bei HelloTess und erzählt uns heute, was das Besondere an HelloTess und welchen Mehrwert HelloTess dir bietet. Hallo und herzlich willkommen, lieber Klaus. Hallo, herzlich wieder. Danke dir. Ja, wir haben uns heute eine Aufgabe gesetzt, wir beide. Wir haben nämlich gesagt, wir wollen das ganze Podcast-Interview einmal komplett von vorne bis hinten, ohne Schneiden, einmal durchsprechen. Also ohne Fauxpas. Also die Wette gilt. Die Wette gilt, okay. Hauen wir rein. Ja, cool. Cool, dass wir uns treffen. Cool, dass du die Zeit gefunden hast. Und heute stellen wir ein bisschen HelloTess vor oder wir erzählen ein bisschen was über HelloTess. Bevor wir damit starten, wäre es cool, wenn du einmal kurz unseren Hörern erzählst, wer du bist, was du so machst, wie du zu HelloTess gekommen bist. Ja, gerne. Du hast schon gesagt, Klaus Wengmeier ist der Name. Ich bin 45 Jahre alt, bin Münchner, in München geboren. Und derzeit Geschäftsführer bei HelloTess, aber auch einer der Gründer. Vor 7 Jahren, 2013, habe ich mit einem weiteren Partner zusammen HelloTess als cloud-basiertes Kassensystem gegründet, bin da auf den Markt gekommen und jetzt, naja, 7 Jahre später gehören wir zu den führenden tablet-basierten Kassensystemen in Deutschland. Und haben eigentlich ein breites Spektrum. Wir haben Schwerpunkte in der Individualgastronomie, aber auch in der Systemgastronomie, hast du einige Kunden schon genannt. Und auch in der betrieblichen Gemeinschaftsverpflegung, ist ein schweres Wort, weiß man gar nicht so, damit anzufangen. Also im Kantinenbusiness und eben auch in der Hotellerie. Und ja, wir sind 23 Kolleginnen und Kollegen, sind ein bisschen verteilt in München, in Düsseldorf und in Zürich. Und ja, ich freue mich total, heute dir ein bisschen was erzählen zu dürfen. Und was mich an HelloTess begeistert, das weißt du gar nicht und das weiß auch der Johannes nicht. Ich habe ja euch kennengelernt und stand auf mein Haupt, ich kannte euch vorher nicht. Ich habe euch durch Stefanie kennengelernt, durch Stefanie vom Café Bla. Die hat gesagt, schau dir das mal an, vielleicht ist das interessant, vielleicht wäre das was für Gastrotools24. Und dann habe ich geschaut, habe ich mich ein bisschen mit Stefanie unterhalten und ein bisschen recherchiert. Und was ich halt cool finde, ihr seid jetzt seit 7 Jahren am Markt, aber ihr wart immer ganz eng im Kontakt mit euren Kunden und habt in den Gesprächen mit euren Kunden das Tool weiterentwickelt und immer eine Funktion und das könnte man gebrauchen. Die Kunden sind auf euch zugekommen, haben gesagt, das habe ich jetzt so aus der Historie raus recherchiert. Korrigiere mich, wenn ich da falsch mitliege, aber ich glaube, damit liege ich richtig. Da liegst du richtig. So durch das Feedback seid ihr immer besser und besser und besser geworden. Ja, das ist ein gutes Beispiel mit der Stefanie, das wusste ich nicht. Schöne Grüße an der Stelle. Ich wusste gar nicht, dass der Kontakt darüber zustande gekommen ist, aber sie ist ein Fan auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein Positivkritiker.
schreibt auch mir immer wieder E-Mails und sagt, guck mal hier, guck mal da, die machen das so, die machen das da, ich habe die Idee. Und ich glaube, das ist genau der Austausch, den du da gerade beschreibst. Finde ich lustig. Also schöne Grüße an der Stelle. Ja, dann machen wir das doch direkt mal hier über den Podcast. Schöne Grüße nach München an Steffi vom Café Bla. Also wer gerne mal, ist jetzt vielleicht das falsche Format, aber wer gerne mal nach München fährt und einen leckeren Kaffee trinken möchte und ein schönes Café besuchen möchte, besucht mal die Steffi im Café Bla. Okay, jetzt aber wieder zu HelloTest. HelloTest ist ein iPad-basiertes Kassensystem. Erzähl doch mal, was sich dahinter alles versteckt. Naja, also wie ist das denn überhaupt entstanden? Vielleicht mal so angefangen. 2013 haben wir gestartet und sind in einen Markt eingetreten, wo richtig große, etablierte Kassenanbieter schon komplett sich den Markt einmal aufgeteilt hatten. Ich brauche gar keinen Namen sagen. Jeder, der jetzt sich mit Kassen ein bisschen auskennt und auch eine vielleicht noch so ein was aus der Vergangenheit bei sich stehen hat, der weiß, von was ich da spreche. Und was wir damals gesehen haben, und dadurch ist eigentlich die ganze Idee hat Zug gewonnen, ist, dass Kunden sich damals eigentlich immer an den Prozess der Kasse angepasst haben. Also die Kasse relativ starr vom Prozess war, Vorgaben hatte, das musst du musst das drücken und dann passiert das. Und der Kunde gesagt hat, ja, Moment mal, habe ich gar nicht so vorgesehen, aber muss ich machen, weil das System so aufgebaut ist. Und das, also eine relativ große Unflexibilität, hätte ich fast gesagt. Und wir haben die Idee gehabt, das ist auch jetzt durch meine Vergangenheit, du hast gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe eine relativ lange Software-Vergangenheit, war auch bei einem relativ großen Softwarehaus über 7 Jahre tätig. Was ich da festgestellt habe, ist, dass eben genau solche Systeme, die sehr unflexibel sind und die da einen kompletten, eine Starrheit an den Tag legen, die sind vielleicht erfolgreich, weil die nicht links und rechts müssen, aber die setzen sich, im Endeffekt werden die dann irgendwann langsam und träge und das wird schwierig für den Kunden. Und genau das haben wir da auch gesehen. Und bis zum heutigen Tag sind ja solche Systeme auch im Einsatz da draußen. Und daraus ist entstanden, eben das Ganze andersrum zu drehen. Bei HelloTest macht es genau andersrum. HelloTest passt sich immer weitestmöglich fast zu 100% an den Kunden an den Prozess beim Kunden. Und der ist ja, wie wir kennen, total unterschiedlich bei den verschiedensten Konzepten und Modellen. Und wenn du mal ein Beispiel von mir hören willst, dazu kann ich dir eins sagen. Wenn ich zum Beispiel Gastronom wäre, Inhaber, und ich würde gerne, habe einen Gast da abends, der sitzt auf der Terrasse, lauer Sommerabend, und der möchte bei mir eine Flasche Wein bestellen, Lugana. Dann freue ich mich, gehe hin und sage, du darfst denn auch zu dieser Flasche eine Flasche Wasser dazu sein. Willst du den Wein alleine trinken? Also ich würde immer versuchen, noch was drauf zu verkaufen, abzusellen. Ja? Jetzt gehen wir mal davon aus, ich arbeite nicht alleine in dem Laden, sondern habe da 2 verschiedene Kellner und ich bin nicht immer selber am Gast mit dabei. Dann einer der Kellner macht das so, wie ich das mag, weil ich den vielleicht auch so geschult habe und oder ihm das gesagt habe, und der andere macht es vielleicht nicht. Also habe ich schon 50% Abweichung hier. Und da hilft HelloTest und passt sich an den Prozess an und sagt, es gibt ein Pflichtbestellablauffeld, wo ich ihm genau dann, wenn der Kellner am Tisch boniert mit seinem Endgerät, den Kunden fragen muss, wenn er eine Flasche Lugana boniert, dann fragt er als nächste Frage auf dem kleinen Gerät, Wasser dazu bestellen, Fragezeichen, und dann muss der klicken und klickt dann entweder 1 Liter Wasser, 0,25 Liter Wasser oder eben Nein. Und dann, wenn ich auch Nein drücke, dann weiß ich, dass der Peter, der zweite Kellner, dass der immer Nein drückt, dann weiß ich, dass das nicht funktioniert. Dann hole ich mir den irgendwann und sage, Peter, warum verkaufst du eigentlich kein Wasser, wenn ein Kollege zeitgleich jedes Mal Wasser mitverkauft? Also das sind so Sachen, da passen wir uns an den Prozess an. Das ist ja jetzt nicht nur fürs Upselling ist das eine coole Funktion, sondern auch für neue Kellner. Wenn man jetzt Absolut. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier in Köln sind, Köln ist sehr studentengeprägt, in den Cafés, in den Gastronomien sind sehr viele Aushilfen und die Fluktuation ist halt auch sehr relativ hoch dort. Und wenn ich dann so etwas habe, dann fällt ja gleich eine Schulung sozusagen weg. Und wenn ich das bei mehreren Produkten einfügen kann, darf es noch ein Dessert sein oder so, ja, dann habe ich ja gleichzeitig die Schulung abgefrühstückt. Absolut. Nein, genau das war das auch. Ich kann mich erinnern, einer unserer ersten Kunden hier in München war ein Beta-Kunde, also Testkunde, und da war der Manager oder der Inhaber, hat natürlich die Kasse kannte der, aber genau die Aushilfe, die gerade kam, um mit dem kleinen Gerät zu arbeiten, kannte die nicht. Und der hatte das Handy in die Hand gedrückt, es war ein iPhone damals, und hat gesagt, du mach mal, arbeite mal damit. Dann hat die ein bisschen rumgeklickt und die ist sofort losgerannt und konnte es. Also die These ist eigentlich, wer ein iPhone oder ein Smartphone bedienen kann, kann auch HelloTest bedienen. Du sagst jetzt gerade iPhone. Ist es möglich, HelloTest über jedes iPad oder iPhone zu bedienen? Also, dass ich meine eigene Hardware mitbringe, oder muss die mitgekauft werden? Oder wie sind die Optionen?
Also kommt drauf an, ist unterschiedlich zu beantworten. Erstmal ist die Kasse an sich, also ich rede von der Masterkasse, die da steht, also die Hauptkasse, die ist iOS-basiert. Das ist ein Apple-Gerät erstmal. Wenn ich jetzt am Tisch boniere, der Kellner, dann kann der auch andere Smartphones benutzen, wie zum Beispiel ein Huawei oder was auch immer, um nur mal eine Marke zu nennen, da gibt es viele. Das ist dann wurscht. Also am Tisch kann ich mit was anderem bonieren, muss kein iOS-Gerät sein. Und zur Frage 2, kann ich was mitbringen oder bringen wir das alles? Also HelloTest versteht sich schon als, naja, man sagt so neudeutsch, One-Stop-Shop, glaube ich, also als Vollintegrator. Wir bieten Software auf der einen Seite, aber auch Hardware dazu. Das heißt, wir kaufen die Hardware ein. Die ist im Endeffekt für dich genauso teuer oder günstig, wie wenn du sie selber kaufst. Und wir konfigurieren die ja für dich vor und stellen die dir zur Verfügung. Und da kommen wir ja vielleicht später nochmal drauf, dass ich ein bisschen erkläre, wie das genau funktioniert. Und insofern verkaufen wir in 99% der Fälle die Hardware mit. Sollte es jetzt so sein, dass der Kunde schon Hardware hat, keine Ahnung, es gibt eine Ablöse von einem anderen Tablet-basierten System, dann übernehmen wir auch Hardware. Man muss immer gucken, was für Versionen sind es. Also sind es neue Geräte oder sind es ganz alte Knochen oder passt das zusammen zu dem, was wir sonst hinstellen? Das muss halt zusammenpassen. Das schauen wir uns im Einzelfall an. Ich sage mal generell möglich, im Normalfall bringen wir es mit. Okay, aber das spricht ja jetzt auch dafür, was du am Anfang schon erklärt hast und gesagt hast, dass diese Flexibilität da ist, dass wenn jetzt gerade noch ein gutes System oder gute Hardware vorhanden ist, dass ihr dann auch sagt, okay, wir sind flexibel, wir gehen dann auch darauf ein. Naja, muss ja sein. Ich meine, wir müssen ja nicht Sachen wegbeamen oder wegschmeißen. Nein, klar, gucken wir uns sicherlich an. Also mit uns kann man da immer sicherlich reden, immer, zu jeder Zeit. Okay, und welche Funktionen verstecken sich hinter HelloTest? Wenn ich jetzt mal auf eure Homepage schaue, ihr habt eine Hülle und Fülle an Möglichkeiten, was man alles machen kann. Erzähl mal so die wichtigsten Funktionen von HelloTest. Ja, das sprengt den Podcast jetzt bei weitem. Ich würde sagen, ganz viele Funktionen. Darf ich mal ganz rudimentär antworten? Alles, was eine Kasse so können muss, können wir ja auch, Ausrufezeichen erstmal. Und wenn du mich jetzt auf ein paar spezielle ansprichst, also ich rede jetzt nicht von Bonieren, Splitten, Rechnungen abschließen, Mehrwertsteuer theoretisch jetzt anpassen, wie gerade aktuell jetzt wir über Nacht gemacht haben. Klar, das können wir alles. Wir haben im Endeffekt uns natürlich die alten Systeme angeschaut und haben da auch viel, viel übernommen und angereichert durch ganz tolle neue Sachen, wie zum Beispiel jetzt gerade aktuell den elektronischen Kassenbon. Sind wir ganz stolz, dass wir einfach sagen, Papier weitestgehend raus. Aus der Gastronomie, das heißt die Belegausgabepflicht, wenn man das so als Stichwort einwerfen darf, glaube der Hörer, der sich damit beschäftigt, weiß, von was ich da spreche, eben nicht das Papier direkt in den Mülleimer rattern zu lassen, sondern eben jetzt mit dem elektronischen Kassenbon zu arbeiten. Das wäre jetzt eine neue Funktion. Oder jetzt ganz aktuell, gestern kam die Message raus, die Kassensicherungsverordnung zum Ende September geht durch, sie wird nicht verschoben. Das Bundesministerium für Finanzen hat sich da gestern ganz klar geäußert, weil viele damit gerechnet haben, dass wir eine Verschiebung und eine Aufschiebung bis Ende des Jahres haben. Das wird nicht stattfinden, es wird wirklich bis zum 30.09. so durchgeführt werden. Und da ist HelloTest konform mit dieser technischen Sicherungseinrichtung. Also da an alle Hörer, die das hören und sagen, ich habe da eine Unsicherheit noch, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und gerne uns fragen, wir haben da auch auf der Homepage dazu Informationen und wir beraten auch persönlich. Also das ist auch sichergestellt. Wo wir auch stark sind, wir sind stark im CRM, also im Customer Relationship Management. Eigentlich wollen wir immer wissen, wer steht da vor uns. Also was welcher Kunde steht da, was bestellt der, wann kommt der, was tut der. Also diese Informationen sammeln wir ganz gut und stellen sie auch dem Gastronomen in Form von Reporting gut zur Verfügung. Dann machen wir relativ viel Gutscheinverwaltung, ist auch immer recht wichtig, auch jetzt gerade in den Corona-Zeiten haben viele angefangen, Gutscheine zu verkaufen, was ja auch sinnvoll ist. Also auch das Thema Verwaltungstool ist komplett integriert in HelloTest. Und ob das jetzt per RFID-Chip mit Karte, Schlüsselanhänger oder was auch immer, wie man sich identifiziert oder mit einem QR-Code vollstatten geht. Also wir haben da einen ganz breiten, dicken QR-Code-Generator integriert in HelloTest und da kann sich praktisch der Kunde seine eigenen QR-Codes generieren und sie dann auf Gutscheine drucken lassen durch uns oder selber machen. Und egal welches Medium das dann ist, Holz, Plastik, was auch immer, Papier, ist alles denkbar. Also sowas ist immer brandaktuell. Und was wir jetzt auch ganz neu haben, auch spannend, wir haben ein Controlling-Tool entwickelt, das heißt HelloTest Protect. Und da kann ich mir als Gastronom genau ansehen, wer meiner Kellner denn was, wie und wann genau macht. Also es gehen praktisch durch so ein Controlling-Tool, HelloTest Protect, gehen jetzt auch keine Umsätze mehr intern verloren. Das ist
nicht nur ein Kassensystem, kann man eigentlich sagen. Ich finde, die Funktion, die bietet ein normales Kassensystem, sage ich jetzt mal, nicht noch mit. Ich finde, das sind Funktionen, die einem unheimlich weiterhelfen. Gerade dieses CRM-System, finde ich, das ist viel, in vielen Reservierungstools ist das wahrscheinlich vorhanden, aber manchmal ist es halt nicht möglich, das mit der Kasse zu kombinieren. Und was habe ich auf meinem Display? Meistens habe ich die Kasse auf meinem Display, und wenn dort dieses CRM noch mit eingefügt ist und ich genau weiß, der Hans Müller, der jetzt gerade kommt, der trinkt gerne diesen Wein, und dann kann ich darauf eingehen, das ist dann nochmal ein Hauptgewinn. Und wenn ich jetzt erst auf ein anderes Tool zurückgreifen muss oder einen anderen Bildschirm oder Browser öffnen muss, das ist schon wieder schwieriger, und das macht auch nicht jeder Kellner. Das, finde ich, ist ein Riesenmehrwert. Und auch das Thema Bestellung am Platz, das ist ja auch eine Funktion, die über HelloTest möglich ist. Ja, das ist das. Also erstmal ist das möglich. Zweitens ist das natürlich jetzt gerade auch in Corona-Zeiten, woran wir jetzt auch aktuell weiterarbeiten, ist, dass ich praktisch durch diesen QR-Code-Scan am Tisch selber eine Bestellung auch auslöse. Also nicht nur, dass jemand zu mir kommt, sondern dass ich das wirklich individuell tue. Ob das jetzt von zu Hause ist, To-Go, Lieferdienst, ich glaube, da kann ich später noch was dazu erzählen, aber auch eben im Laden selber. Das ist das, was uns jetzt gerade interessiert. Da sind wir auch in den letzten Zügen, also da werden wir auch jetzt ganz zügig nachliefern und werden da diese Bestellmöglichkeit auch im Restaurant, im Haus, dass der Gast sich selbst verwaltet eigentlich, werden wir nachschießen, weil das ist das, was jetzt gerade gefragt ist. Definitiv. Ja, und dann schlussendlich auch bargeldlos bezahlen. Das ist eh klar. Also ich glaube, was Corona auch gebracht hat, unter anderem ist, dass das Bargeld ein weiteres Mal mehr wackelt. Ich meine, zwar Deutschland in Europa oder weltweit sogar eines der letzten Länder, wo ich immer gesagt habe, also das Bargeld wird hier nie abgeschafft gefühlt. Ja? Also der Deutsche, der möchte seine 2-Euro-Stück in der Tasche haben unbedingt. Ich glaube, das hat jetzt nochmal einen Kick mitgegeben. Da waren wir aber schon immer stark, weil wir ja auch in der Gemeinschaftsverpflegung, Kantinenwelt, ja auch schon immer ein geschlossenes Zahlungssystem waren, wo man Guthaben aufgeladen hat, wo man Guthaben an der Kasse entwerten konnte mit einer Plastikkarte. Da waren wir ja schon immer relativ stark. Jetzt hat sich das Ganze nochmal, also einen Afterburner-Prozess irgendwie oder Effekt hat sich da eingestellt. Und das wird jetzt komplett, gehe ich von aus, auf Sicht dann auch verschwinden. Klar, und da bieten wir alle Leser, alle Geräte, die man sich so vorstellen kann, und alle Zahlarten, vom Apple Pay bis über PayPal, was auch immer du dir vorstellen kannst. Eine Funktion möchte ich gerne noch mit einschmeißen, weil die fand ich ziemlich gut und wichtig auch. Das ist das Thema Mitarbeiterzeiterfassung. Das ist auch nicht üblich, dass das unbedingt über ein Kassensystem möglich ist. Und das fand ich ziemlich gut, weil man dann die Möglichkeit hat, vielleicht, wenn man sagt, okay, die Zeiterfassung, die genügt mir jetzt erstmal, brauche jetzt keine große Personalverwaltung, sondern erstmal nur eine Zeiterfassung, dann kann ich das über HelloTest abdecken. Richtig. Aber das ist ein ganz gutes Beispiel. Das haben wir geschrieben. Das Produkt ist, also dieses Modul ist jetzt so alt wie das System selber. Ich glaube, das war auch schon 2013 drin. Und es erfasst mal Zeiten. Das ist, wie du sagst, völlig korrekt. Ja, also, aber ist dumm. Und denkt sich jetzt nicht, oh, es ist der am Sonntag da, jetzt kriegt der einen Zuschlag oder das oder das oder das. Also hip und hop, das machen wir da nicht. Es ist einfach mal, wir übergeben dir Zeiten, sagt, der war so und da, der hat ausgestempelt, hat so viel Pause gemacht, das übergeben wir dir. Was du dann damit tust, ist dann als Gastronom ist dein Thema. Und jetzt kommt's. Wenn dir das reicht, wunderbar. Wenn dir das nicht reicht, dann bieten wir eben auch eine umfangreiche Schnittstelle in diverse Personaleinsatzplanungstools. Haben wir wirklich eine Handvoll, wo man sagt, jetzt geht es dann auch um die Lohnabrechnung, um die Planung, Dienstplanung und so weiter und so fort. Also da sind wir halt der Meinung, es gibt keine Systeme, die eigentlich alles optimal und den vollen Umfang bieten, daran glaube ich gar nicht. Also ich glaube nicht, dass eine Kasse das perfekte Warenwirtschaftssystem sein muss. Ich glaube auch nicht, dass das perfekte Personaleinsatzplanungstool immer eine Kasse dabei haben muss. Also da gibt es verschiedene Player am Markt, und ich glaube, HelloTest zeichnet sich dadurch aus, dass wir eine extrem offene Schnittstelle haben, man sagt dazu API, und dass wir eigentlich Daten übernehmen aus Subsystemen oder aus Drittsystemen und auch wieder Daten rausschreiben. Das heißt, eigentlich kann der Kunde sich seine IT-Landschaft optimalerweise so bauen und so zusammensetzen, wie er mag. Man sagt dazu auch Best of Breed, also Klassenbester. Nimm dir jeweils den Klassenbesten aus jeder Klasse raus und bau dir deine IT-Umwelt zusammen. Und ich glaube, damit fahren wir eigentlich bis heute sehr, sehr gut. Sind denn alle Funktionen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, sind die denn alle automatisch inklusive oder muss man da zubuchen oder gibt es da verschiedene Pakete?
Also wir haben im Endeffekt wenn du mal von einem Grundbasispaket ausgehst, dann sind da echt fast alle Sachen drin. Ein paar Sachen sind in der Tat modular zubuchbar. Also gerade das Thema QR-Code-Generator / CRM, das ist ein mächtiges Ding. Wie du schon sagtest, das ist in anderen Systemen, normalerweise ist das drin. Das haben wir da angedockt. Also das wäre ein Thema, was man on top sich anschauen müsste. Ein Kassenbuch ist on top drauf. Das Tellotest Protect, wo ich hingehe und sage, ich habe ein breites Controlling, was weit über ein Reporting hinausgeht, da reden wir auch von Sofortstornos, wo ich mir hinschaue, was Menschen tippen auf der Kasse, ja. Das sind so Sachen, die zubuchbar sind. Da sind aber gar nicht so viele. Also ich sag mal, das meiste ist mit drin und ist extrem transparent. Also du kaufst auch da bei uns keine Katze im Sack. Ist von vornherein auch sehr transparent und klar. Ich habe die Erfahrung mal gemacht, das war eine andere Situation, ein anderes System, aber es ging um eine schlechte Internetverbindung. Bei euch läuft das ja, ist ja iCloud-basiert, das heißt, das Internet ist auf jeden Fall notwendig bis zum gewissen Punkt. Wenn ich jetzt mal eine schlechte Internetverbindung habe in meinem Laden, läuft dann die Software insgesamt langsamer oder verzögert sich das Klicken oder so? Ja, genau, und das muss ich jetzt gerade nochmal dann von vorne erzählen. Also HelloTess ist seit Beginn an eine native, das heißt geborene Applikation auf dem Tablet. Das heißt, die läuft dort eigenständig, braucht kein Internet, braucht kein Backoffice, braucht keine Cloud. Das heißt, wenn alles tot ist, der Bagger fährt bei dir vorm Laden leider über die Glasfaser drüber und macht alles kaputt, du wirst in der nächsten Sekunde weiter abonnieren und du wirst nichts merken davon. Also, das ist mein Ausrufezeichen. Das ist auch ganz vielen Kunden wichtig. Es gab mal Beispiele am Markt, wo sowas schon mal passiert ist und die dann über 3-4 Tage nicht bonieren konnten. Das ist natürlich eine Katastrophe. Das darf nicht passieren. Da ist HelloTest total gewappnet dagegen. Das kann auch nicht passieren. Wenn du natürlich Cloud-Dienste, das heißt Dienstleistungen, in Anspruch nehmen willst, Beispiel, du hast 3 Filialen, Eisdielen und du gibst QR-Code-Gutscheine aus und sagst, diese Gutscheine, da kauft einer für 20 Euro einen Gutschein und die sollen in allen 3 Filialen einsetzbar sein. Ja? Und ich gehe jetzt heute um 14 Uhr in die eine Filiale und esse ein Eis und dann gehe ich um 14.10 Uhr in die zweite Filiale und esse ein Eis und ich habe jetzt nur einen Voucher auf Papier, da kann ich ja nichts abspeichern, dann muss ich natürlich irgendwo an einem zentralen Ort wissen, dass du von deinen 20 Euro schon 3-4 Euro verbraucht hast vor 5 Minuten, sonst kann der ja so oft Eis essen gehen, wie der will. Und dann brauchst du einen zentralen Punkt und das ist diese berühmte Cloud. Und wenn ich die haben will und das nutzen will, dann brauche ich auch eine Internetverbindung, weil ich brauche eine Kommunikation dahin. Dann brauchst du sie, aber was nicht der Fall ist, selbst wenn das Internet ausfällt, dann könnte ich theoretisch diesen QR-Code nicht einlesen. Ja, das wäre doof, kann aber theoretisch passieren. Was aber nie passieren kann, ist, dass du nicht bonieren kannst. Ich kann den Kunden immer abrechnen. Ich habe mal die Erfahrung gemacht mit einem System und dort ging es dann mit der Internetverbindung, war es dann mal irgendwie 1, 2, 3 Tage nicht so gut und ich habe meine Mädels dann losgeschickt mit ihrem System, 8 Mädels, und die haben quasi eine Stunde länger gebraucht, weil es halt nicht so flüssig lief. Und das ist dann natürlich schon eine Einschränkung, deswegen frage ich gerade. Also es ist ärgerlich und ich meine, das macht auch jetzt den Unterschied an der Qualität aus, weil dann werde ich natürlich auch immer gefragt, was kostet das, wie liegt das im Verhältnis zu anderen Systemen? Und da ist mein Beispiel immer, weißt du, ob mein System 5 Euro mehr kostet im Monat oder nicht. Ja, das mag für den Gastronom vielleicht manchmal schmerzhaft sein oder auch nicht nachvollziehbar, aber wenn der dann da steht und kann über Weihnachten seine Gäste nicht abrechnen, weil das Internet ausgefallen ist und vielleicht längerfristig, dann wünschte er sich, dass er mal 5 Euro im Monat mehr gezahlt hätte für ein stabiles System. Das ist aber auch, um einmal ganz kurz abzuschweifen, das ist auch etwas, was ich halt mit gastrotools24.de erreichen möchte, weil jedes Tool, egal in welcher Kategorie man das einteilt, jedes Tool ist etwas unterschiedlich und passt dann zu dem einen besser und zu dem anderen vielleicht fehlt da eine Funktion oder sind vielleicht 3 Funktionen zu viel. Und jeder Gastronom oder Hotelier muss halt wissen, was für Bedürfnisse habe ich, was für Anforderungen habe ich an dieses Tool, was ich gerade suche. Und wenn dann ein Match stattfindet, dann finde ich, ist es auch nicht mehr wichtig, ob das jetzt 5 Euro mehr oder 5 Euro weniger kostet, weil dieses Match, das heißt, ich habe kein Übertool, ich habe nicht zu viele Funktionen, die ich gar nicht nutzen möchte und ich habe nicht zu wenig Funktionen, das heißt, ich muss nicht improvisieren. Und das ist halt das, was ich ganz, ganz wichtig finde. Und da ist dann der Preis nicht mehr primär, da kommt es dann nicht mehr auf 5 Euro im Monat an. Und das ist bei uns eigentlich witzigerweise ähnlich. Das klingt jetzt komisch, ist aber so. Das heißt, wir schauen uns eigentlich witzigerweise jeden Kunden individuell an und sagen dem auch, ob HelloTest zu ihm passt oder nicht. Denn
Wenn der Kunde etwas will, was wir nicht leisten können, dann könnte man jetzt als Verkäufer hingehen und sagen, ist mir doch egal, hier wie beim Autoverkauf, komm, das sage ich ihm nicht und dann hat er es zu Hause, dann hat er das Ding. Nee, das ist bei Software und gerade bei Software as a Service, die du ja dann praktisch so lange, wie du sie nutzt, hast, anders. Das fällt dir brutal auf die Füße zurück, wenn du irgendwas versprichst, was nicht funktioniert. Das ruft schon ein Kunde an. Wenn du was hast, was nicht funktioniert, oder wenn du was versprochen hast, oder anders, wenn du jetzt oversized bist und es irgendwie der nutzt die Hälfte nicht und versteht dann nicht, warum er das zahlen muss, das muss man schon vorher klären und auch gucken, passt das denn zu dem Kunden? Das meine ich ernst. Lieber habe ich einen Kunden weniger und damit einen unzufriedenen Kunden auch weniger, wenn das nicht passt, als andersrum. Ganz genau. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da ganz offen in die Kommunikation geht und ja, da offen über Vor- oder auch Nachteile oder vielleicht auch für ein Nein, dass man darüber ganz offen kommuniziert. Wenn ich mich jetzt für HelloTest entscheide, wenn ich jetzt sage, okay, das passt zu mir, das ist ein Match geworden, wie geht's da weiter? Ich rufe euch dann an und sage, okay, ich habe hier ein Restaurant in München, wie geht's dann weiter? Also, dann würde ich dir jetzt mal die Handynummer rausgeben von mir und dann freue ich mich über die nächsten 1000 Anrufe in der nächsten Sekunde. nee, natürlich, wir haben unsere Homepage, da stehen Kontaktdaten drauf. Du kannst also unter www.hellotest.com, du kannst uns natürlich unter info@hellotest.com schreiben, du kannst uns auch anrufen. Wir treten extrem gerne in Kontakt mit jedem Kunden. Dann kriegst du eine Beratung und die ist unabhängig und unverbindlich. Das ist einfach so, weil wir erstmal verstehen müssen, wie dein individueller Prozess funktioniert. Und dann stellen wir fest, passt das System zu dir, passt du zu uns, passen wir zu dir. Und dann kriegst du ein Angebot, wenn die Lösung passt. Und dann wirst du einen Berater an die Hand bekommen. Das ist schon ein technischer Berater, also ein Techniker. Wir nennen einen Projektleiter, der auch das Projekt dann für uns führt beim Kunden vor Ort. Also immer der gleiche Ansprechpartner. Ja, also es gibt bei uns einen kaufmännischen Ansprechpartner und einen technischen. Das kaufmännische ist das eine, da geht es einfach mal um den schnöden Mammon, hätte ich fast gesagt. Und bei dem anderen geht es, bei dem Techniker geht es darum, dass der verstehen muss, wie du tickst, was du möchtest, was du vom System erwartest, was beim Alten vielleicht nicht gut funktioniert hat und so weiter und so fort. Das ist ein Gespräch, da gibt es mehrere Telefonate, Vorbesprechungen mit dem Ziel, dass im Endeffekt der Techniker dir das System schlüsselfertig vorkonfiguriert, stotter ich gleich, vor Ort installiert, es dort schult und du es am nächsten Moment komplett einsetzen kannst. Und da gibt es diverse Schritte dazwischen, also ob jetzt dann Menüs ausgetauscht werden, Artikelstammanlage, Bestellabläufe, die werden diskutiert, dann wird da angepasst, dann wird das mal ausprobiert vom Kunden und sagt er, nee, so gefällt es mir nicht, machen wir es doch anders. Also da gibt es ein ganzes Paket dazu am Anfang. Und da haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht. Und wie gesagt, final kommt der Techniker vor Ort und wird dir das dann da reinschrauben. Wie funktioniert das dann? Ist die Ersteinrichtung dann, also grundsätzlich muss ich mal sagen, dass ich es ganz wichtig finde, dass man dann, wenn das Projekt läuft und das Projekt dann ausgerollt wird, dass es gut ist, wenn man einen Ansprechpartner hat, weil dann der Prozess immer bekannt ist bei beiden Seiten und nicht ungefähr einige Ansprechpartner sind, die dann vielleicht nicht wissen, was gerade in der Absprache gelaufen ist. Das finde ich dann immer sehr schwierig. Wenn dann die Ersteinrichtung läuft, du hast gerade gesagt, es finden Schulungen statt, da habt ihr, die Schulungen laufen dann vom Projektleiter aus und ist diese gesamte Ersteinrichtung, ist die mit im Angebot inbegriffen und wie viel kostet das insgesamt, wenn ich mich jetzt dafür entscheide? Das sage ich dir gleich. Also grundsätzlich ist es so, dass du natürlich immer bei uns auch Standardmodule hast, wie Standardvideos, ein Handbuch, Standard, White Paper, wo erklärt ist, wie du Sachen machst, Erklärvideos und auch die Schulung dann vor Ort, die ist auch natürlich dann da dabei, wobei die ist schon individuell auf deinen Prozess. Also die ist, glaube ich, nicht immer identisch. Die kann natürlich vom Kunden total unterscheiden, weil du musst, das ist so, wie die Konzepte unterschiedlich sind. Keine Ahnung, was sage ich jetzt, ein Filialist mit x Filialen hat einen anderen Prozess und eine andere Anforderung als mein Lieblingsitaliener ums Eck und wiederum andere Anforderungen als der Dönerladen ums Eck. Also das ist höchst individuell und darauf gehen wir ein. Ich glaube, HelloTest hat eine Stärke, dass wir eben genau die Bedürfnisse der einzelnen Konzepte auch erfüllen. Und diese Schulung wird dann dementsprechend auch unterschiedlich ablaufen. Und ja, das kostet was. Also das ist im Endeffekt so ein Startpaket. Wie gesagt, Vorgespräche mit dem Kunden sind da drin, telefonisch meistern und der kommt auch mal vor Ort und schaut sich das dann an, schaut auch die Räumlichkeiten an, wie man was wo einbauen kann. Wir reden von dass man WLAN-Verstärker irgendwo baut oder Örtlichkeiten eben in Augenschein nimmt. Speisekarte, Menüabfolge, habe ich schon gesagt, Tischpläne,
Artikeldatenbank, das ist ganz wichtig. Also es beginnt immer eigentlich mit einer sauberen, guten Artikeldatenbank und da haben wir natürlich gute Erfahrungen und die würden wir natürlich auch gerne einfließen lassen, dann wie so eine Artikeldatenbank für den Kunden dann aussieht. Und dann vor Ort Installation und das, also das geht bei uns ab 399 Euro komplett los. Also das ist jetzt ein Prozess über mehrere Tage mit dann final vor Ort, mit einer Schulung vor Ort. Also ich finde, das ist ein fairer Preis. Das sollte man sicherlich so auch wahrnehmen, weil dann ist gewährleistet, dass du ab dem Zeitpunkt X, wenn du die Kasse auch hast, wirklich komplett schon gleich loslegen kannst. Okay, 399 Euro für die Schulung und dann entschließe da ich mich los. Da geht's los. Also zugegebenermaßen, ich nenne jetzt mal einen, den wir nicht haben. Also wenn McDonald's kommt, der wird es nicht für 399 Euro kriegen, klar. Ja. Aber an sich, da geht's los, ja. Okay, und dann entschließe ich mich für ein Paket oder für einen Zeitraum, Vertragszeitraum, solange wie ich halt mit HelloTest zusammenarbeiten möchte. Das ist sowieso, das ist bei Software as a Service immer so. Wir haben eine Grundlaufzeit, die gibt es, das sind 6 Monate. Finde ich aber auch jetzt nicht zu lang, weil, also wenn ich mich entscheide für ein Kassensystem und das ist ja eine relativ, wie soll ich sagen, auch wichtige Entscheidung, wie ich arbeiten will, dann sollte ich da mal 6 Monate damit durchhalten. Und dann ist es auch wieder kündbar, logischerweise. Und du hast eigentlich von den Kosten her, wenn das die Frage war, du hast eine Kasse, so eine Masterkasse, so, also die Hauptkasse, das ist um die 49,99 liegen wir da preislich. Und wenn du zum Beispiel so mit dem Endgerät am Tisch bonieren willst, man sagt so landläufig der Orderman, wobei das jetzt ja eigentlich Mitbewerb ist, aber bei uns Floorpad, dann liegst du da bei 19,99 Euro on top drauf. Ja, und dann hast du den Support und Backoffice. Support ist bei uns übrigens 24 mal 7 Stunden, das heißt rund um die Uhr, wobei wir schon ein bisschen unterscheiden. Also das, was wir nicht machen, wir legen nicht nachts um 5 Uhr einem Kunden neue Artikel an. Das machen wir nicht. Also das ist danach, das ist dann eher so ein bisschen Notfallsupport, wenn irgendwas passiert und er nicht weiterarbeiten kann, was eigentlich nie passiert. Aber dann helfen wir gerne und untertags beraten wir auch gerne im Bereich Artikelanlage und wie er sein Produkt verbessern kann und das machen wir dann gerne. Wobei HelloTest ist so easy und so leicht, wir waren da vorher schon ganz am Anfang des Gesprächs, das kann jeder mit 2, 3 Klicks selber, der sich ein bisschen mit Sachen auskennt. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist er ja auch nach der Schulung, wenn die Schulung gelaufen ist, dann ist er ja auch in der Lage, wenn ich jetzt Änderungen im Preis habe oder in der Karte habe oder so, dann bin ich ja tatsächlich selber dazu in der Lage, das dann auch im Kassensystem zu ändern. Und wenn ich mich jetzt nicht mehr 100% an die Schulung erinnere, habt ihr Online-Videos oder Dokumente, wo ich halt darauf zurückgreifen klar. kann und sagen und das halt abarbeiten kann. Ja klar, aber du kannst auch anrufen. Also die Hotline ist besetzt, kannst anrufen und wenn mal irgendwie zu viele Anrufe sind, dann na klar, geht's mal auf den AB, aber dann ruft er auch zurück innerhalb einer halben Stunde oder was auch immer. Das ist durchaus, du kannst natürlich anrufen, gar keine Frage. Ziel ist es aber, den Kunden so gut zu schulen und so gut in Szene zu setzen, dass er wirklich mit dem System selbstständig arbeitet. Wir haben gerade schon mal kurz darüber gesprochen, Auswertung mit HelloTest Protect, richtig? Zum Beispiel, das ist ein Zusatzmodul, aber du hast natürlich auch normale Reports, ganz normal. Also das normale Reporting, wie, Gott, was ist das? Wir haben da, ich glaube, 30, 40 Einzelpunkte in den Reports oder 30, 40 Standard-Reports, die hast du natürlich auf deinem iPad ganz normal vor Ort. Die hast du im Backoffice, das funktioniert ja wie Homebanking eigentlich im Großen und Ganzen, egal wo du bist auf der Welt, egal mit welchem Laptop oder PC du da arbeitest, du kannst auf dieses Webfrontend drauf und kannst live auf die Kasse gucken, wenn du so magst und schaust dir die Reports an. Das ist Standard und du hast auch diese Manager-App, die ist auch Standard, das ist immer noch ein guter Seller bei uns, also ist zwar inklusive, aber es erfreut sich reger Beliebtheit, dass du auf deinem Manager-Smartphone so eine Manager-App drauf hast, wo du live Balkendiagramme in allen Farben, ich sag da mal clicky-bunti, mitverfolgen kannst, wie praktisch die Welt sich dreht, dein Laden, ob der auch jetzt zu der Zeit auch vernünftig läuft oder nicht. Also das bieten wir alles im Standard, das ist alles drin, auch in diesen 49,99, was ich vorher gesagt habe. Und jetzt hast du HelloTest Protect, da geht es dann wirklich ins Detail. Da guckst du dir an, wie eine Klickfolge deiner Kellner oder deiner Kassenkräfte denn im Einzelfall, ob die mal was bonieren, ob die mal was umbuchen auf einen anderen Tisch, ob da mal ein Personalgetränk dazukommt oder wegkommt. Das sind eher so Sachen, wo du guckst, bin ich auch intern optimal. Das ist aber auch, finde ich, da
bin ich ganz ehrlich, wenn ich so eine Funktion habe, das ist die Funktion. Wenn ich das lesen kann, was da später rauskommt, damit verdiene ich auch dann Geld. Also entweder spare ich mir dann Geld oder ich weiß, wo ich dann noch... weniger, ja genau. Richtig. Und deswegen finde ich so eine Funktion immer ganz, ganz wichtig. Also damit muss man jetzt mal also deutlich auch ausräumen. Also das Produkt, also das ist kein Generalverdacht an alle Servicekräfte, um Gottes Willen. Also das ist, es gibt viele, viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die gut, sauber und vernünftig und qualitativ hochwertig arbeiten. Ich habe schon mal von gehört, dass es auch mal nicht so sein soll. Und wenn es in dem Fall ein Erstverdacht ist, dass mal nicht intern so gut gearbeitet wird, dann wäre das Hello Test Protect das Richtige, um rauszufinden, ob es auch so ist. Aber auch wenn es ums Thema Upselling geht. Also wir unterstellen jetzt keinem irgendwas Böses, aber genau. Ich lese diese Berichte ja und dann kann ich andere Entscheidungen treffen. Und da sollte sich jeder mal drüber Gedanken machen, ob das nicht vielleicht clever ist und dass man das lernen sollte zu lesen. Gerade jetzt in Zeiten des Coronas, wir haben ja jetzt gerade ganz, ganz stark gemerkt, wie wichtig es ist, wirtschaftlich zu arbeiten und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ganz klar, du musst wissen, welche Produkte du zu welcher Zeit, in welcher Form, zu welchem Preis und welchem Publikum anbietest. Ganz genau. Und wenn du das optimierst und weißt, dann wirst du auch deinen Wareneinsatz und deine Kosten hinten schlank halten und wirst auch optimal vorne abverkaufen. Das ist halt was, dazu musst du Berichte auch lesen und musst ein bisschen Hirnschmalz reinstecken. Und das ist aber kein Rocket Science, das geht, aber da musst du halt irgendeine Plattform haben, die dir das zur Verfügung stellt, dass du das rauslesen kannst. Hast du für dich ein besonderes Beispiel, wodurch ein Kunde bei euch richtig Zeit gespart hat oder irgendwie ein besonders positives Kundenerlebnis? Wir haben einen Referenzkunden, wenn du so willst, das ist Cotidiano in München, kann ich jetzt auch so nennen. Ich habe dir vorher von dieser Upselling-Funktion mit dem Wasser erzählt, du erinnerst dich. Ja. Der machte seit diesem Zeitpunkt 22% mehr Wasserumsatz pro Tag. Da wäre dann meine Frage als nächster eigentlich, also weil vorher mal festgestellt, das System kostet 49,99 €. Das ist das, was der am Tag schon mehr verdient dadurch. Da wäre meine Frage gewesen, was ist mein prozentualer Anteil an dem Mehrwasserumsatz eigentlich? Aber egal. Nee, das ist jetzt ein positives Beispiel, wo jemand mehr Umsatz macht. Auf der anderen Seite ist es so, dass genau auch bei dem Kunden jetzt durch das Thema Bestellen am Tisch, Bonieren am Tisch, Prozessoptimierung, durch eine schlanke Bestellaufnahme am Tisch, dass der sich in Spitzenzeiten bis zu 15% Personal spart und auf der anderen Seite sozusagen diese Kosten nicht hat, bei gleichem Abverkauf. Also entweder er nimmt mehr Personal und verkauft mehr ab oder er macht den gleichen Abverkauf und spart sich Kosten. Also das ist wie eine Zange, die da greift. Also du hast in beide Richtungen Potenzial, mehr zu verkaufen als auch zu sparen. Ich würde sagen, dieses 22% Wasserbeispiel, mehr Umsatz durch Wasser. Wasser hat ja dann auch einen ganz angenehmen Deckungsbeitrag. Ich würde sagen, das packen wir einfach mal bei Hello Test in das Best-Practice-Beispiel, dass wir das einfach mal in die Shownotes reinschreiben, was man da bei einem Wasserabverkauf von XY-Flaschen, was man da an Umsatz zusätzlich generieren könnte. Wobei Wasser steht für Kaffee, für Espresso, für Nachtisch, für Krautsalat zum Schweinebraten. Du kannst dir das Beispiel kannst du beliebig weit stricken. Ich habe auf eurer Homepage habe ich noch gelesen, bestell was jetzt. Was ist das genau? Das haben wir uns jetzt in diesen Corona-Zeiten, die auch an uns natürlich nicht spurlos vorübergezogen sind, wie wir alle anderen auch, haben wir uns überlegt, wie können wir denn eigentlich unseren Gastronomen und Kunden helfen? Das war wirklich der erste Gedanke. Wie können wir denen helfen? Wie können wir es gewährleisten, dass weiter viele, viele Kunden unsere Kasse benutzen? Das ist ja auch so ein Punkt, ja. Wenn du die Kasse steht, dann das ist natürlich total doof, wollen wir auch nicht. Fehlt der Umsatz, fehlt uns der Umsatz und der Kunde ist auch unzufrieden. Deswegen haben wir gesagt, was können wir machen? Wir schreiben unser eigenes Liefer- und Bestelltool, bestellwas.jetzt. Und was ist darin enthalten? Da ist ein Lieferportal drin, ein Lieferdienst, inklusive einem To-Go-Vorbestellungstool und einer Tischreservierung. Und das haben wir deswegen gemacht, weil es gibt ja schon viele bekannte große Systeme da draußen, die sind groß, mächtig, die sind aber auch bekanntermaßen brutal teuer. Das ist das, was du immer wieder hörst von Gastronomen, die sagen, Mensch, du, denn die nehmen teilweise bis zu 30% von mir, von meinem Umsatz, wenn die da, also mit der Lieferung natürlich, da ist natürlich auch Logistik auch dabei, aber von 10-15% ab bis 30% ist da alles mit drin an Provision. Das haben wir nicht. Das ist bei uns komplett raus. Wir haben gesagt, das ist ein Festpreis, den wir irgendwann mal anbieten, weil, jetzt kommt das Schöne, dieses Ding ist jetzt erstmal die ersten 3 Monate komplett kostenlos. Wir haben gesagt, nutzt es, nehmt es, klatscht es bei euch rein, verbindet es, es ist auch mit der Hello Test Kasse automatisch verbunden
Das heißt, auch eine Bestellung des Kunden kommt automatisch am Borndrucker bei HelloTest in der Küche raus, wenn du magst. Und auch der Umsatz wird automatisch in HelloTest abgerechnet. Also musst du gar nichts machen. Das ist schon eine komplette Durchlässigkeit. Und das ist erstmal kostenlos und dann entscheidest du, ob du es behalten möchtest und dann zahlst du auch irgendwann was, aber das ist ein Festpreis. Und das ist echt sehr, wie soll ich sagen, ein sehr faires Angebot. Und jetzt klatschen wir auch ein riesen Marketing-Paket gerade raus. Da kriegst du eine Speisekarte von uns gedruckt mit QR-Code drauf und deinen Top-Produkten, die du da vermarkten willst. Du kriegst Aufkleber von uns, die du aufs Auto, aufs Fahrrad kleben kannst, was auch immer. Du kriegst ein Sum-Up-Terminal zum Kreditkarten abrechnen mit dazu. Und die Ersteinrichtung ist auch noch mit drin. Kostet dich 99 Euro, dieses Paket, dieses Erstpaket. Das ist ein Witz eigentlich. Und wir wollen einfach dadurch schaffen, Selbstkostenpreis eigentlich das so viel wie möglich jetzt rauszubringen und damit natürlich dem Kunden zu helfen, dass er weiter die Kasse benutzt, aber auch sich zu helfen, dass er einfach in diesen Zeiten auch sagt, ich muss mein Geschäft ein bisschen umstellen. Früher habe ich einen Teil geliefert oder einen Teil to go gemacht und jetzt muss ich halt überlegen, was passiert, wenn nochmal ein Lockdown kommt. Ich weiß es nicht. Dann muss ich einfach gewappnet sein und das soll das Ding helfen. Und jetzt auch mit ganz wenig Kosten am Anfang, dass so viele wie möglich es ausprobieren, um zu sehen, ob es für sie passt. Ich finde das sehr charmant, einerseits mit der Kombination mit der Kasse, weil ich dann diesen Prozess nicht habe, dass ich beides irgendwie kombinieren muss. Das finde ich zum Beispiel sehr attraktiv auf der einen Seite in Kombination. Auf der anderen Seite finde ich, wenn man jetzt sagt, okay, HelloTest hört sich cool an, hat mir gefallen. Ich probiere aber jetzt erstmal, bestell was jetzt und guck mir das alles so an. So ein Schnupperkurs quasi. Ja. Und das finde ich beides sehr, sehr charmant und da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ich verlinke das in unseren Shownotes, dass man direkt auf Bestell, was jetzt kommt und sich informieren kann auf eurer Homepage. Absolut, das wär toll, würde uns sehr freuen, klar. Cool, ja, ich bin jetzt, wenn ich jetzt so schaue, ich habe alles abgehakt, ich habe Ihnen alle Fragen losgeworden. Ich glaube, Bist du jetzt HelloTest-Fan? Bitte? Bist du jetzt HelloTest-Fan? Grundsätzlich bin ich HelloTest-Fan. Ihr seid mein erster Gründer quasi. Ihr seid HelloTest, das Kassensystem der ersten Stunde. Ihr seid die Ersten, mit denen ich telefoniert habe und die Ersten, die halt gesagt haben, hey, das finden wir cool, wir glauben daran, wir wollen da mitmachen. Lass uns GastroTools 24 machen, lass uns da mitmachen. Und deswegen seid ihr für mich was ganz Besonderes. Wobei ich ja sagen muss, und das ist ja auch ganz wichtig für GastroTools 24, dass ich grundsätzlich sehr objektiv bin und neutral bin und halt sage, nicht das ist das beste Tool für dich, sondern such dir dein passendes Tool. Ich versuche ja hier wirklich keine Partei zu ergreifen, weil es gibt einfach nicht das beste Tool, sondern nur, wenn man seine Funktionen oder seine Bedürfnisse und seine Anforderungen kennt, dann kann man das beste Tool für sich finden. Absolut. Da gibt's, also ich habe dazu noch so einen Satz dazu. Unsere Kunden sind ja Gastronomen. Ja? Die sind ja keine Software-Ingenieure. Die wollen ja, was wollen die denn? Die wollen ihre Gäste bestmöglich mit hoher Qualität bewirten und damit Geld verdienen. Die wollen nicht ein Zertifikat als EDV-Experte erwerben oder sowas. Und ich glaube, die suchen ein System, eine Kasse, die gut sein muss und die auf sie bestmöglich passt. Aber die muss eigentlich auch einfach, sorry, im Hintergrund einfach nur funktionieren. Und ich denke, das ist möglich mit uns. Und wenn das ein bisschen überzeugt, dann freue ich mich umso mehr. Wunderbar. Ja, ich glaube, wir sind, ich bin auf jeden Fall meine Fragen losgeworden. Denkst du, wir haben noch irgendwas vergessen, irgendwas, was wir noch unbedingt loswerden müssen? Wir müssen jetzt, es ist so heiß hier heute in München, wir müssen uns jetzt irgendwo überlegen, ob wir irgendwo ein Eis essen gehen oder sowas. Ja, wir müssen jetzt so loswerden, wir müssen jetzt losgehen, Eis essen gehen. Ja, das ist wunderbar. Ja, dann möchte ich mich einmal bei dir bedanken, lieber Klaus. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war ein cooles Interview. Ich habe HelloTest nochmal neu kennengelernt, nochmal anders kennengelernt und freue mich sehr darüber, dass du dir Zeit für das Interview genommen hast. Dankeschön. Und die Eiskugel geht auf dich, weil wir haben es ohne Schnitt hingekriegt. Ohne Schnitt, stimmt. Die Challenge ist gewonnen. Ohne Schnitt, fantastisch. Sehr cool. Ja, dann, vielen Dank an dich. Wenn ich das nächste Mal in München bin, dann gibt's das Eis, okay? So machen wir das. Danke an dich. Mach's gut, Klaus. Ciao. Ciao.